Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier bei The Black Box. Ihr seht es an der langsam vorbeiscrollenden Schrift. Wir spielen Soul Blazer. Das ist ein Action-RPG aus dem Hause Quintet und es ist eines der wenigen RPGs auf dem Super Nintendo, die wirklich komplett auf Deutsch lokalisiert übersetzt wurden. Bevor ich euch ein bisschen was über das Spiel erzähle, geht es erstmal los mit ein bisschen Exposition, mit einem narrativen Intro. Die alten Weisen erzählen spät in der Nacht von einem König, welcher durch die Versuchung des Bösen zerstört wurde. Wurde nicht gestört oder verstört, er wurde sauber in der Mitte zerbrochen. Das Imperium von Freil, wie das Land damals genannt wurde, wurde vom mächtigen König Margret regiert. Das ist wohl derjenige, der dem Bösen dann anheimgefallen ist. Die Mehrheit der Bevölkerung hielt den König für gutherzig und gnädig. Manche sahen ihn jedoch als einen machthungrigen Tyrannen an. Ein ziemlich breites Spektrum. Eines Tages belauschte der König zwei Wachen, welche über einen Mann namens Dr. Leo sprachen. Sie bezeichneten ihn als großartigen Erfinder und Genie. Der König verbrachte viele schlaflose Nächte, damit sich auszumalen, wie er die Dienste des Erfinders sich zunutze machen konnte, um noch reicher zu werden. Plötzlich hatte der König eine Idee, befahl seinen Wachen, Dr. Leo gefangen zu nehmen und ihn sofort auf das Schloss zu bringen. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einem barmherzigen König. Dr. Leo wurde spät in der Nacht zum Schloss gebracht. Also wir stellen fest, Dr. Leo wurde in einer Nacht- und Nebelaktion gekidnappt, damit er etwas für König Margret erfindet. Der König schloss ihn in einem kleinen Raum ein und befahl ihm, eine Maschine zu erfinden, mit welcher man den König des Bösen Deathtoll herbeirufen konnte. Deathtoll ist ein ziemlich guter Name für eine Metalband, glaube ich. Als Dr. Leo die Maschine fertiggestellt hatte, trat der König sofort mit Deathtoll in Verbindung, in der Hoffnung, einen Pakt mit ihm schließen zu können. Das geht nicht schief. Nö, safe. Nach vielen Tagen war der Pakt besiegelt. Der König wollte Deathtoll alle Lebewesen von Freil bringen, um als Gegenleistung ein Goldstück für jeden zu erhalten. Das ist auch eine Möglichkeit, Milliardär zu werden. Einer nach dem anderen verschwanden die Menschen aus Freil. Schon bald war das gesamte Land wie leergefegt. Also ich glaube, die mit dem Tyrannen, die hatten die richtige Spur. Zwei Personen beobachteten den gesamten Vorgang. Der Meister und du, sein Schüler. Ja, genau du, der du dieses Let's Play guckst. Der König war sehr töricht, mit dem Bösen zu handeln. Es liegt nun an dir, auf die Erde hinabzusteigen und sie wiederzubeleben, sagte der Meister. Auf einem Strahl des Lichts steigst du zur Erde hinab. Ein Krieger, welcher geschickt wurde, das Leben zu schützen und das Böse zu vernichten. Ein Soul Blazer! Und damit haben wir den Title Drop auch erfolgt und diese kleine Exposition überwunden. Genau, das ist in a nutshell die Narrative dieses Spiels. Jetzt loopt es. Ich würde sagen, ich erzähle euch jetzt aber ein bisschen auf diesem Screen mal, was es mit diesem Spiel auf sich hat. Das ist zuerst erschienen in Japan, das ist ein japanisches Spiel. 1992 kam es raus im Januar und genau, als Soul Blader. Das heißt, in Amerika und auch in Europa gibt es einen anderen Titel. Es gibt auch einen anderen Publisher. In Japan wurde das Ganze von Enix gepublished. Die kennen wir heute als die andere Hälfte von Square Enix. Die haben sich ja irgendwann, ich glaube in den 2000ern, mit Squaresoft zusammengetan und sind nun als Square Enix eine riesige Publishing-Firma. In Deutschland und natürlich auch im Rest von Europa hat es eine andere riesige Firma übernommen. Man sieht es hier auf dem Cover, ihr habt es im Intro gesehen, es war Ubisoft, die das Spiel auch in Deutschland vollkommen lokalisiert herausgebracht haben. Genau. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich eine Premiere auf dem Kanal. Es ist das erste Let's Play auf, Achtung, dieser wunderbaren Kiste hier, meinem leider etwas in die Jahre gekommenen vergilbten Super Nintendo. Ja, man sieht, also richtig grau ist er nicht mehr. Er ist auf jeden Fall sehr geliebt. Es ist neben der PlayStation 1 wohl meine absolute Lieblingskonsole. Dementsprechend große Asche auf mein Haupt, dass ich noch kein Let's Play von einem Super Nintendo Spiel gemacht habe. Das soll sich aber ändern und es wird nicht das einzige bleiben, denn Soul Blazer ist Teil einer Trilogie. Einer inoffiziellen Trilogie. Die Narrative baut nicht aufeinander auf, aber es werden ähnliche Thematiken genutzt. Und das nächste Spiel der Reihe ist Illusion of Time. Ich habe mir die jetzt alle gekauft und muss die einmal in die Kamera halten, damit sich das auch lohnt. Illusion of Time und dann ein Spiel, was mir sehr oft von euch vorgeschlagen wurde, ist sozusagen der dritte Teil dieser Trilogie. Nämlich, man erkennt es vielleicht, Terranigma. Genau. Die drei Spiele hängen zumindest thematisch irgendwie miteinander zusammen. Ich würde sagen, wir können uns mal vornehmen, die mal alle drei zu spielen. So.
Ein Hinweis noch vorab. Einige Leute, die zuletzt mal einen Stream von mir geguckt haben auf Twitch, werden sich jetzt verwundert die Augen reiben. Hä, das kenne ich doch alles. Genau, ich habe nämlich mal einen Versuch gemacht, ein Live-Let's Play aufzunehmen und das quasi auf Twitch zu machen mit Interaktion mit euch gemeinsam. Das hat super viel Spaß gemacht. Das war eine coole Erfahrung. Aber ich muss auch sagen, ich fühle mich einfach wohler, wenn ich Let's Plays mache und keine Twitch-Streams. Vor allem mit Projekten, die dann auch ein bisschen Narrative haben. Von daher habe ich mich entschieden, das einfach zu einem regulären Let's Play zu befördern mit dem ganzen Klimbim. So viel dazu. Genau, so viel zum Vorgeplänkel. Ich würde sagen, wir steigen dann einfach mal rein mit dem ersten Spielstand. Eine Stimme kam aus den Wolken. Mein Schüler, du bist in der Lage, mit allen Lebewesen zu sprechen. Aus diesem Grund solltest du einen Namen haben. Sag mir deinen Namen. Ich würde sagen, wir nehmen dann einfach mal Blake. Ich glaube, ich habe 8 Zeichen zur Verfügung. Ich hätte auch Mario nehmen können, das ist mein Vorname, wer es nicht weiß. Aber ich würde sagen, es gibt genügend Videospiele, die einen Mario als Protagonisten haben. Von daher nehme ich jetzt einfach mal Blake. Fertig. So. Blake, was für ein interessanter Name. Nun gut, die Welt zählt auf dich. Zerstöre das Böse. Das mache ich doch gerne. Genau, so viel dazu. Das ist unser Protagonist. Der hat ein bisschen fülligeres Haupthaar als ich. Eine goldene Rüstung und ein bisschen rot. Also man erkennt, dass das Spiel aus den 90ern stammt. Ich habe HP 8 von 8. Folgendes Level. Also es ist ein RPG. Ihr seht es oben links, ist die Levelanzeige. Genau, Waffen, Seelen habe ich noch nichts. Das werden wir alles nach und nach erkunden. Das ist der Tempel in Grass Valley. Okay. Hier haben wir ein kleines Menü, da kann ich mich ausrüsten. Dinge. Mein Ding habe ich noch nicht benutzt, okay. Ja, genau. Eine Stimme kam aus den Wolken. Blake, wie kann ich dir helfen? Ich möchte aufgeben. Du hast dich wacker geschlagen, gib jetzt nicht auf. Okay, dann nicht. Genau, hier haben wir Blake erhielt Lebensschwert. Sehr schön, das muss ich jetzt ausrüsten, damit ich diesen Monstern, die gespawnt sind, etwas antun kann. Weil sehr interessant ist, wir haben ein Hintern. Man kann den Hintern sehen. Es ist eine sehr giftige Farbe, die sie haben. Ein wunderbar lilafarbenes Haupthaar. Passt gut zum Kanal. Aber ja, ich kann auf diese Viecher auch draufhauen. Sie sind nicht besonders intelligent. Und dann gibt es diese Juwelen. Und ich nehme direkt Schaden. Das ist auch fantastisch. Genau. Es ist, wie ihr sehen könnt, eine Action-RPG. Ich habe es im Intro erwähnt. Das heißt, es gibt keine rundenbasierten Kämpfe. Kämpfe passieren auf der Karte. Ich habe dieses wunderbare Schwert, mit dem ich diese Gegner zerprügeln kann. Und ja, genau. Wenn man hier drauf geht, erscheint ein alter Mann. Okay. Ich habe früher auch über den Wolken gewohnt, genau wie du. Jetzt lebe ich auf der Erde und weit weg vom Meister. Alle Kreaturen, die Deathstone gefangen hat, sind in Monsterhöhlen festgehalten. So wie du mich befreit hast, musst du auch all die anderen befreien. Die Befreiung eines kleinen Baumes oder Kreatur kann dir bei deiner Aufgabe behilflich sein. Hier, nimm dies. Blake erhielt die Magie des Flammenball. Cool. Jetzt werde ich dich begleiten. Ich bin ein Magier, also kann ich alle Arten von Magie verwenden. Ich werde meine Fähigkeiten benutzen, um dir zu helfen. Achte aber immer darauf, dass ich genügend Juwelen habe, um meine Magie zu benutzen. Als du mich befreit hast, hinterließen die Monster ein paar goldene Steine. So sehen Juwelen aus. Lass uns zusammen die Welt wiederbeleben. Wir müssen zum Tempel in Grass Valley gehen. Damit kommt er nun. Genau, das ist quasi die Magiemechanik. Man kann hier mal gucken. Die Magie muss ich aber erst ausrüsten. Flammenball. 4 Juwelen kostet es. Und das schießt einen Feuerball in eine gewisse Richtung. Genau. So viel dazu. Es ist kein blindes Let's Play. Vor allem die erste Etappe unserer Quest habe ich vor ein paar Tagen abgeschlossen. Von daher ist die noch relativ parat. Ich habe das Spiel auch schon mal durchgespielt, aber es ist echt einige Zeit her. Eine interessante Mechanik ist, ich werde wiederbelebt, oder beziehungsweise meine ganze Energie wird wiederhergestellt, wenn ich mich in diesem Tempel befinde. Und hier sehen wir dann Grass Valley. Und unsere Aufgabe ist jetzt, das Leben zurück nach Grass Valley zu bringen. Das können wir tun. Hier gibt es sonst nicht viel zu erkunden. Hier gibt es noch einen kleinen Fluss, ne? Aber so wirklich weiter geht es erst, wenn wir hier etwas in südliche Richtung gehen. Und hier haben wir eine Pflanze. Blake hört eine leise Stimme. Unterirdischen Schloss sind viele Kreaturen gefangen gehalten. Wenn du diese Wesen befreist, werden sie die Stadt wieder aufbauen. Okay, das ist die leise Stimme wohl. Genau. Und dann springen wir mal rein. Es ist ein bisschen Gameplay-zentrischer als andere Spiele auf diesem Kanal. Ich hoffe, das funktioniert. Es ist auch für mich ein Test, mal etwas zu spielen, was... Also Action-RPG hat mir, glaube ich, noch nicht. Genau.
Supi! Ja, diese Gegner, ich sag mal so, von der Komplexität her, ich weiß, ich habe da schon Schaden genommen, sind sie relativ einfach. Ja? Man muss... Das Schöne ist, ich habe so einen Halbkreis, wo mein Schwert aktiv ist. Und der Gameplay-Loop ist relativ simpel. Ihr werdet es gleich sehen, wenn ich die zerhackt habe. Passiert's, das sind diese Monster-Spawn-Punkte. Wenn die irgendwann fertig sind, haben die so ein Tritt-Ding, wo ich draufgehen kann. Und dann passiert etwas. Entweder hier im Dungeon oder auf der Overworld. In den ersten paar Sekunden, man sieht's auch, sind die Monster unverwundbar. Wenn sie aus dem Monsterportal rauskommen. Oh, das ist ja ein riesiges Juwel. Genau, wenn ich mich beeile, dann sollte das klappen. Perfekt. Quintet haben vor Soul Blazer schon Act Razor rausgebracht. Das ist ein Spiel, das habe ich auch mal gespielt. Da finde ich den Soundtrack von Yuzo Koshiro. Blake befreit eine alte Frau. Oho, du hörst einen Seufzer aus dem Haus heraus. Genau, das habe ich auch mal gespielt. Das fand ich ein bisschen zu heavy für mich. Also ich bin ja ein Casual, wie man so schön sagt. Nein, ich bin jetzt nicht unbedingt der Gameplay-affinste Mensch. Ich bin gut darin, glaube ich, Theorien aufzustellen und sowas. Aber ich bin jetzt kein Pro-Gamer. Und das merkt man, glaube ich, wenn man ein Spiel spielt wie ActRaiser schon recht deutlich. Das ist eine ziemlich große, Schwierigkeitskurve hat. Genau, wir befinden uns hier im unterirdischen Schloss und Monsterhöhlen. Monsterhöhlen sind diese Spawnpunkte der Gegner. Dafür sind noch 12 übrig. Hier haben wir einen Gegnertyp. Im Stream meinte jemand, die sehen so ein bisschen aus wie Coco Weiß von Pokémon. Finde ich eine interessante Beobachtung. Genau, wir haben hier ansonsten die Herausforderung, natürlich diese Gegner möglichst effizient und ohne Schaden zu nehmen, was mir nicht gelungen ist, zu zerkloppen. Im Moment geht die Gegner-KI noch. Na komm schon! So! Top, das hat was gebracht. Da muss man wirklich ganz genau drauf gehen. Was haben wir hier? Heilkräuter! Heilkräuter, perfekt. Was machen die Heilkräuter? Das ist wohl bei Ding. Deine HP werden wieder aufgefüllt, wenn deine Lebensanzeige 0 zeigt. Man kennt das Konzept aus Zelda. Ne? Da ist es dann die Fee, die das wieder herstellt. Gut, jetzt haben wir hier dieses Vieh. Man muss halt ein bisschen aufpassen, ne? Also man sollte nicht direkt am Spawnpunkt campen. Jetzt haben wir dieses Vieh hier oben. Oh nein. Ein Environmental Hazard, wie man so schön sagt. Ich könnte ja mal versuchen, eine Konversation mit diesem Ding zu betreiben, aber irgendwie wird daraus nichts. Genau. So, wir haben einen großen Juwel. Ich versuche die Juwelen ein bisschen zu horden. Weil im Moment bringt es nichts, einzelne Gegner mit diesem Feuerzauber zu besiegen. Dafür sind sie ein wenig zu schwach. Blake hört eine leise Stimme aus dem Juwel in der Ecke. Komm hier rüber! Das ist jetzt keine leise Stimme. Was haben wir hier? Oh, eine Fee! Ich werde dir einige Ratschläge geben. Vergiss nie, die Dinge, welches du gesammelt hast, deine Ausrüstung hinzuzufügen. Blake erhielt Experience Points. Wuhu! Möchtest du nach Grass Valley zurückkehren? Nein, ich möchte bleiben. Komm wieder, wenn du nach Grass Valley zurückkehren willst. Möchte ich aber nicht. Ich habe noch relativ guten HP. Und auch eine interessante Mechanik ist, wenn man ein Level-Up erreicht, dann werden die HP wieder komplett hergestellt. Das heißt, es dauert jetzt ein bisschen. Ja, ich stelle mich sehr smart an. So. Top. Wunderbar. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Das ist hier im Wesentlichen also der Gameplay-Loop. Man kloppt auf diese Viecher ein. Es gibt später aber auch noch sowas wie Rätsel, wo man ein bisschen smart sein muss und sein Gehirn anstrengen muss. Aber ja, erst einmal möchte man sich möglichst gut positionieren, um auf diese Gegner draufzuhacken. Mit Diagonal haben sie ein bisschen das Problem, es ist jetzt kein teilbasiertes, ihr habt es gesehen. Oh, Blake befreite die Ladenbesitzerin. Obwohl natürlich die gesamte Architektur so ein bisschen teilbasiert ist, ist es so, dass ich mich unabhängig vom Teil bewegen kann. Ich glaube die Gegner aber nicht. Das müssten wir mal überprüfen.
bei diesen Viechern drauf achten, deren Boden leuchtet blau, wenn sie im Begriff sind, 12 Juwelen sogar, was zu schießen. Dann blinkt der Boden blau. Also die Fassung, wo dieses Feuermonster drin eingefasst ist. Ja. Man muss nur schnell genug drücken, dann machen die Gegner auch nicht mehr lange. Oh, ohohohoho. Aber wie ihr seht, die gehen nur in vorgegangenen Teils. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die diagonal unterwegs sind. Oder halt mal, wie ich das mache, ne? Also kleinere Schritte machen, sondern die gehen wirklich nur in die vier Himmelsrichtungen. Blake befreite eine Tulpe! Aha! Ich höre eine sehr leise Stimme. Es gab hier einmal eine Wassermühle, bevor die Stadt zerstört wurde. Ich habe gehört, es gibt einen Mann, der den Aufzug im unterirdischen Schloss bedient. Genau. Dinge, die wir auf der Overworld tun, beeinflussen die Dinge, die halt letzten Endes im Spiel passieren. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt hier, und die Dinger sind respawned, das befruchtet sich gegenseitig, kann man sagen. Das heißt also, die Veränderungen, die ich dadurch führe, führen auch dazu, dass sich hier bestimmte Dinge auftun. Wir haben einen neuen Gegnertyp, der aber meiner Taktik, einfach diagonal von ihnen zu stehen, anheimfällt. Genau. Wir haben interessante Drachen mit blauen Schwingen, die wir nach allen Regeln der Kunst zerhacken. Meine Taktik finde ich ganz gut, dass ich erstmal versuche, so viel wie möglich hierher zu stellen, bis ich nicht mehr weiterkomme. Und dann gehe ich zurück in die Stadt, die sich ja immer mehr, wie ihr seht, mit Leben füllt. Zum Beispiel jetzt hier mit dem Brückenwächter, der seine Brücke direkt mitbringt. Das finde ich gut. Sehr schön. Hat ein bisschen blassen Ton, der Herr. Aha, ich sehe, wo die Schwierigkeit ist. Also, ich gehe nicht langsam, so langsam, weil es mir Spaß macht, sondern ihr erkennt es. Es ist ein Fließband. Oh, hier ist ja viel los. Verstehe, jetzt werde ich hier beschossen. Das habe ich gern. Level up! Damit bin ich auf Level 2. Ich sollte mehr Schaden machen dadurch. Man kann jetzt hier mal auf Start, nee, auf Select, nein, wie war die Taste noch? A. Das Menü ist auf A. Das finde ich auch ein interessantes Mapping. Ich spiele es auf einem originalen Nintendo Super Nintendo Controller. Die gab es mal zu kaufen als Switch Controller und die sind auch mit dem Computer kompatibel. Toll. Genau, ich habe jetzt zwei Schwert statt nur ein Schwert. Das heißt, mein Angriffsstat ist scheinbar ein wenig gestiegen. So. Damit haben wir das erledigt und damit geht das wohl auf. Doch bevor ich das tue, versuche ich mal meinen Zauber zu machen. Man muss nämlich in eine bestimmte Richtung gucken. Kann ich die cheesen hier vernünftig? Oh, okay, verstehe. Damit geht das auf. Wie mache ich denn Magie nochmal? So. Das hat geklappt, sag ich mal. Ihr seht, die Juwelen verschwinden nach einer Zeit. Top. Und damit haben wir Efeu befreit. Ja, wenn ich das nicht befreit hätte. Aber ja, das scheint mir so eine Art Ranke zu sein, mit der wir dann auch runterkraxeln können zu diesem Felsvorsprung. Interessant finde ich, nachdem man was befreit, diese Bodenfallen-Dudes, die respawnen dann. Oh. Es ist eigentlich immer eine gute Taktik, sich diagonal zu stellen. Dann können die einem in der Regel nichts abhaben. Perfekt. Damit habe ich die Brücke erreicht. Oh, die haben diese Zauber hier. Oh nein, das war dumm. Nein. Nein. Was mache ich denn? Oh Gott. Hilfe. Okay. Ich habe die Konzentration verloren. Wir gehen zurück zum Cheesen. So, Treffer. Das war interessant. Blake befreite Wassermühlenwächter.
Okay, ich würde sagen, ich habe nur noch... die Stimme eines Mannes kam aus dem Innern der Mühle heraus. Mist! Dieses blöde Rad, es ist so schwer, es zu drehen. Wollen wir noch mal sehen, ob ich eine größere Muskelkraft habe. Ich würde sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt... ein guter Zeitpunkt, mal zurück ins Dorf zu gehen. Aber aus irgendeinem Grund haben sich meine HP wieder ein bisschen hergestellt. Generieren die sich automatisch? Ich kann nicht A drücken. Doch jetzt. Regenerieren die sich jedes Mal, wenn ich auf so einer Bodenplatte bin? Ja. Das wär's, wenn ich direkt im ersten Dungeon gestorben wäre. Aber ja, wir gehen mal raus. Genau, mit dieser Pflanze haben wir bereits gesprochen. Und dann schauen wir doch mal, was die ganzen Menschen sagen, die ich jetzt befreit habe. Wir fangen mal mit der Tulpe an. Es gab ja einmal Wassermühle, bevor die Stadt zerstört wurde. Ich habe gehört, es gibt einen Mann, der den Aufzug im unterirdischen Schloss bedient. Okay, das wissen wir bereits. Aber das ist, glaube ich, die alte Frau, mit der haben wir noch nicht gesprochen. Mein Mann war einmal der Bürgermeister dieser Stadt. Eines Tages verschwand er auf mysteriöse Weise zusammen mit den anderen Bewohnern. Ich fühle mich so einsam. Wie wär's, wenn du eines meiner Kinder wärst? Ja klar! Surprise Adoption! Natürlich! Wirklich? Ich werde dich von nun an Blake nennen. Wie schön, dass das bereits mein Name ist. Da habe ich mich daran gewöhnt. Nutze das Zimmer im zweiten Stock als dein eigenes. Oh, und meine, Energie wird wiederhergestellt. Er ist verflucht. Der Wackelstuhl ist verflucht. Zerstört. Dies ist das Zimmer des Bürgermeisters. Er saß hier stundenlang und hat nachgedacht. Ich frage mich, wann er zurückkommen wird. Der Stuhl vermisst ihn schon. Er wippt. Ja, ansonsten kann man hier nicht viel finden, glaube ich, so. Yes. Das ist die Ladenbesitzerin. Hallo, kann ich dir weiterhelfen? Oh, du bist derjenige, der mich befreit hat. Wenn immer du diese Heilkräuter aufgebraucht hast, werde ich dir neue geben. Okay, gut. Also das heißt, ich kann mir quasi jedes Mal ein solches Heilkraut gönnen, wenn ich es aufgebraucht habe. Das ist der Brückenwächter. Ich bin der Wächter dieser Brücke. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, so eine kleine Brücke zu bewachen. Du darfst durch. Ist er nicht unbedingt seinem Job, ist er sehr stolz drauf. Du darfst die Brücke überqueren. Vielen Dank, Herr Brückenwächter. Also ich finde es schön, dass er jetzt automatisch mich durchlässt und dann wieder zurück auf seinen Posten geht. Zurück zur Wassermühle. Was haben wir hier? Wenn du dieses Rad drehst, wird sich der Auszug im unterirdischen Schloss bewegen. Ich bin zu schwach, um das Rad zu drehen. Kannst du es mal versuchen? Natürlich. The Blake Bro. Swole wie ich bin, kriege ich das hin. Dies ist das Rad. Kannst du einmal versuchen, es zu drehen? Ja, sicher. Blake hat am Rad gedreht. Als sich das Rad gedreht hat, wurde das unterirdische Schloss mit Strom versorgt. Und jetzt rattert es ganz von alleine. Oh, kein Wunder, dass es nicht ging. Ich habe es in die falsche Richtung gedreht. Übrigens, findest du diese Mühle nicht auch großartig? Ganz fantastisch. Es ist eine Wassermühle. Jetzt läuft sie. Jetzt müssen wir nur noch das Efeu finden, glaube ich. Ansonsten habe ich hier nichts. Ich finde, musikalisch erinnert mich das auch schon ein bisschen an Actraiser, obwohl es von einem anderen Komponisten ist. Aber ja, hier gibt es dann etwas. Was haben wir? Schatztruhe. Toll. 50 Juwelen! Also eine ganze Menge. Eisenrüstung. Toll. Deine Abwehrkräfte werden stärker, wie als ob man eine Wagenladung Activia zu sich nimmt. Oder was, Danone? Yakult! Bin schlecht für Product Placement, ich kann mir den ganzen Namen nicht merken. Ich bewache diese Welt, bitte nimm dies. Lecker Hild Experience! 80 immerhin, glaube ich, wenn ich das richtig kalkuliert habe. Schön! Also, dann geht es wieder zurück. Wir können dann, denke ich mal, sehr, sehr gut, den Aufzug versuchen in Gang zu bringen. Das ging ja vorher nicht. Ich glaube, ich habe es gar nicht ausprobiert, aber ich kann euch sagen, aus Erfahrung, es funktioniert nicht. Man kann den Aufzug nicht aktivieren. Und falls ihr es nicht gemerkt habt, es gibt ja auch einen Shortcut, weil hier war ja vorher eine Sackgasse, hier ist aber jetzt keine Sackgasse mehr, weil ich das freigespielt habe. Das heißt, mit diesem Förderband komme ich relativ schnell zum Aufzug. Hier haben wir aber diese Viecher. Oh, das wollte ich nicht. Glücklicherweise habe ich relativ viele von diesen Juwelen, ja. Aber ja, jedes Mal einsetzen dieser Zauber kostet mich eben entsprechend diese Juwelenanzahl. Okay, man möchte mich hier scheinbar bumrushen, wie man das so schön sagt.
So, okay. Ja, das kriege ich mit dem Schwert hin. Glücklicherweise, die scheinen sich irgendwie random zu bewegen. Was haben wir hier? Aha, da wird ein weiterer NPC freigeschaltet. Einen alten Mann. Interessant. Ich finde die Mucke gut. Trotz der Tatsache, dass der Bass auf einer Note kleben bleibt. Es ist sehr atmosphärisch. Was haben wir hier? So. Komm schon. Bei den Viechern ist eigentlich das Wichtige nur, diese Spawn-Zeit zu überbrücken. Das ist aber eine ganze Menge. So, das war's jetzt. Der Monster-Nachschub ist aufgebraucht. Die Quelle versiegt. So. Was haben wir hier? Blake befreite eine Ziege. Das ist wichtig. Und sofort wieder eingezäunt. Kurze Freiheit. Gut, dann gehen wir mal in diese Richtung weiter. Interessant. Okay, wacht mal. Ich drücke immer die falsche Taste. Diese Teile, also diese quasi stationären Gegner hier, die haben die Herausforderung, dass sie, die targeten mich schon. Also die schießen nicht nur in die Himmelsrichtungen, sondern die haben wirklich einen Sucher. Das heißt, die visieren immer das Teil an, auf dem ich scheinbar stehe. Na komm schon. Ich hoffe, den kriege ich noch rechtzeitig fertig hier, den Companiero. Blake befreite Lisa. Lisa hat einen eigenen Namen. Du hörst ein leises Schnarchen aus dem Inneren des Hauses. Lisa macht scheinbar einen ausgedehnten Mittagsschlaf. Sehr schön. Ich finde, das Spiel hat eine relativ nice Ästhetik. Ich weiß jetzt nicht, gut, Ästhetik in dem Sinne, aber ich finde die Pixelart recht schön. So in der Hinsicht. Bisher ist es so, ja, wie soll ich es ausdrücken? Also spielerisch ist es bisher jetzt noch relativ simpel, aber es wird komplexer. Im Moment ist es ein relativ klassisches Action-RPG. Hat ein bisschen was von Zelda A Link to the Past. Auch ein Spiel, was ich sehr, sehr gut finde und auch besitze. Als Kind sehr viel gespielt habe. Auf einem uralten Fernseher. Ich weiß gar nicht, ob der Farbe konnte. So alt bin ich! Ja. Damals war es so, dass man, wenn man den Super Nintendo angeschlossen hatte, musste man auf einen bestimmten Kanal switchen, damit da das Spiel zu sehen ist. Das kann man heutzutage niemandem mehr sagen. Ich habe einen Architekten befreit, der sofort eine Treppe hingezimmert hat. Das nenne ich mal Effizienz. So. Ja, du kriegst mich nicht hier. Doch, du kriegst mich. Fantastisch. Ich gehe hier mal nach oben. Was sind das? Das ist ein neuer Gegnertyp. Wir haben Fliegen. Ich muss jetzt wirklich zu diesem Vieh hinrennen, um es zu zerstören. Das ist nämlich auch eine Taktik. Ich kann das hier machen. Indem ich in den Gegner reinlaufe und Schaden nehme. Genau. Die halten nicht viel aus, sind aber recht flink. Und die können über Barrieren fliegen. Ja, so viel dazu. Diese grünen Spezialfliegen sind jetzt auch erledigt. Ach komm schon. Mehr grüne Spezialfliegen. Wenigstens spawnen die ein bisschen schneller hier. Treffer. Och nö! Ich darf nicht zu ungeduldig sein. Ich habe hoffentlich bald aber auch wieder Level, oder? 280, perfekt. Das heißt, hier bei diesen Viechern. Ha! So nämlich! Alle mit einem einzigen Feuerball! Erledigt. Blake befreite eine Ziege. Super.
bin mal interessiert daran, was mir die Ziege für Geheimnisse verrät. Okay, hier haben wir noch einen Gegner. Ich muss gegen den Strom gehen. Mit Strom meine ich gegen das Fließband. Gegen die Fließrichtung des Fließbandes. Komm schon. Er versteckt sich auf jeden Fall hier hinter dem... Ich glaube, ich mache erstmal die Drachen, indem ich gegenrenne. Vielleicht hätte ich den einfach da belassen sollen. Ja, damit kommen sie irgendwie nicht klar. Wenn sie einen Teil weg von mir stehen, kommen sie damit irgendwie nicht zu Potte. Yes. Wenn man es einmal raus hat, dann geht's eigentlich. Ja, ich nehme ab und zu Schaden, aber das liegt an meiner eigenen Ungeduld. Blake befreite Kind des Besitzers. Interessant. Und dann können wir hier noch... Ja, was haben wir hier? Efeu befreien. Sehr schön. Scheint eine Abkürzung zu sein. Damit kommen wir dann auch zu dem alten Mann, glaube ich. Okay, da geht es scheinbar nicht lang. Ich gehe mal hier oben lang. Da war ich nämlich nicht. Und dann nach rechts und dann nach unten. Und dann hier lang. Schleime! Dafür, dass dieses Musikstück die ganze Zeit auf einem Akkord klebt, ist es bemerkenswert nicht nervig. Also achtet mal drauf. Die Tonart wechselt gar nicht. Der Bass bleibt gleich, der Akkord im Hintergrund. Und trotzdem funktioniert das Musikstück. Och Mensch, jetzt werde ich hier eingeschlossen von diesen Spezialfliegen. Während der Typ versucht, mir nach dem Leben zu trachten. Ist natürlich jetzt eine Herausforderung. Ich finde, das haben sie gut designt. Ha! Das hast du davon! Blake befreite eine Tulpe! Wunderbar. Ja, ich glaube, das Let's Play wird eher entspannender Natur. Also wir haben natürlich immer wieder kleinere narrative Erlebnisse hier, ja, also wo es mit der Story weitergeht. Ich kann direkt sagen, es ist kein storyheftiges Spiel. Natürlich hat man die verschiedenen Areale, die man erkundet, aber es ist, hat eher einen Fokus auf Gameplay, kann man sagen. So wirklich Invisible Frames hat man hier aber auch nicht. So, das wäre erledigt. Und damit kommen wir hier wieder zurück zum Ursprung. Hier spawnen welche, an die komme ich jetzt im Moment noch nicht ran. Ich glaube, die große Herausforderung ist jetzt erstmal zu diesen Viechern hin zu kommen. Doch bevor ich das tue, genau, ich muss noch eine Sache finden. Das habe ich nämlich auch beim letzten Mal übersehen. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal in einem Stream gespielt. Und da habe ich das auch übersehen. Ich muss nämlich hier mal runter, glaube ich. Ne, hier war ich schon drunter. Ich habe wirklich lange gesucht. Das war nämlich einer der Gründe, warum ich dann auch gesagt habe, ein Let's Play ist dann wahrscheinlich ein bisschen effizienter. Ne, okay, es war in der anderen Map. Dann gehen wir mal in die andere Map. Ich springe mal zum richtigen Punkt. Man kann nämlich hier in nördliche Richtung gehen. Ich bin hier nämlich nicht runtergegangen. Das war auch letztes Mal meine Herausforderung. Den zerhacke ich erstmal, damit er mich nicht stört. Und dann können wir uns ganz in Ruhe um die Fliegen kümmern und trotzdem Schaden nehmen. Die können nämlich, wie ihr seht, auch diagonal fliegen. Das können die anderen Monster, können sich nicht diagonal bewegen. Damit haben sie den anderen ein bisschen was voraus. Genau. Ich bin in der ersten Map, also das heißt, ich bin mit dem Fahrstuhl wieder zurückgegangen. Und damit bekommen wir hier in der Schatztruhe etwas. Den Traumstab. Das ist fantastisch. Was ist der Traumstab? Ein seltsam aussehender Stab, mit dem du in Träume schauen kannst. Oh, das wollte ich nicht.
Ich würde sagen, ich gehe mal wieder zurück zu dem, wo wir eben waren. Da wären wir wieder, erinnert euch daran. Wir können jetzt in westliche Richtung gehen und dann hoffentlich diese Gegner besiegen. Ich kümmere mich zuvörderst mal, dann habe ich ein bisschen mehr Ruhe um diese Flammengeister. Dann sind die Drachen nämlich überhaupt gar kein Problem mehr. Wie ihr seht, da gibt es ein Juwel. Mit diesem Juwel kann man zurückkehren zur Stadt. Das machen wir auch gleich. Aber erst einmal wollen wir diese Viecher hier erledigen. Und damit haben wir Folgendes erreicht. Nämlich einen alten Mann zu befreien. Fantastisch. So, du hörst den Schrei eines Mannes aus dem Haus. Ah, ein Geist, ein Geist. Interessant. Da scheint es zu spuken. Diese Viecher sind jetzt wieder da, aber nicht mehr lange. Wir müssen geduldig sein. Ich muss mich in Geduld üben, dann nehme ich auch keinen Schaden. Gut, wir sprechen mal mit diesem Gerät hier. Du befindest dich im Zentrum des unterirdischen Schlosses. Du wirst auf einige Monster treffen, welche nicht mit dem Schwert vernichtet werden können. Du wirst diese Monster jedoch mit dem richtigen Schwert beseitigen können. Möchtest du nach Grass Valley zurückkehren? Das möchte ich. Ihr habt zwar unten noch etwas gesehen. Da gab es eine bestimmte, nochmal so ein Monster-Spawn-Punkt. Da komme ich aber jetzt noch nicht hin. Nun gut, fahre fort. Genau, wir haben ja jetzt in der Stadt einiges zu erkunden. Wir können nämlich zum Beispiel hier nach oben gehen. Da waren wir noch nicht. Was sagt die Tulpe? Dein Traumstab, den du besitzt, ist ein magischer Stab, mit welchem du in die Träume anderer Leute schauen kannst. Benutze diesen Stab, wenn du mit jemandem sprechen möchtest, der schläft. Was sagt er? Hey, du siehst so aus, als würdest du den Krabbenlauf beherrschen. Versuch's mal. Ich weiß nicht wie. Drück einfach während des Laufens die L- oder R-Taste. Damit haben wir die Moonwalk-Taste freigeschaltet. Kann ich jetzt auch vorwärts runtergehen? So kletter ich auch immer, mit den Füßen zuerst. Ja, es ist natürlich schön, dass man auf der Karte jetzt hier quasi die ganze Zeit moonwalken kann. Schabown! Super! Wir können unsere Energie hier wieder herstellen lassen, bei der wunderbaren Dame. Bei unserer neuen Mutter. Du läufst nur herum und tust gar nichts. Langsam fange ich an, mir Sorgen zu machen. Bleib bitte hier und ruhe dich aus. Ja. Vom Nichtstun muss ich mich ausruhen. Ich rette die Welt, Mutter. Unterstütze mich bei meiner Quest, die Welt zu retten, liebe Mutter. Was haben wir hier? Ich helfe meiner Mutter. Möchtest du vielleicht etwas Ziegenfutter kaufen? Möchtest du wissen, wie viel es kostet? Nun, wie wäre es mit 1 Million Mark zuzüglich Steuern? Natürlich! Ja? Wie ist der Wechselkurs? Sind ja 500.000 Euro. Ja? Da erkennt man auch mal, wie alt das Spiel ist, dass hier nicht in Euro gerechnet wird, sondern in D-Mark. Liebe jungen Zuschauer, wir hatten mal, als ich noch schon am Leben war, ja, ich habe in meinem Leben noch mit D-Mark bezahlt. Ja? Heute denke ich jetzt auch, ich bin so Mitte 50 oder so. Das zahle ich natürlich. Ziegenfutter ist 1 Million Mark wert. Teddy! Es tut mir leid, ich werde es dir umsonst geben. Blake erhielt eine Tüte Ziegenfutter. Ich finde es gut, dass ich hier Kram umsonst kriege. Das ist ja sonst immer so mein Pet-Peeve in irgendwelchen RPGs. Du bist unsere einzige Hoffnung, die Welt zu retten. Es ist... unser Schicksal hängt von deinem Erfolg ab. Du möchtest ein gutes Schwert kaufen? Das kostet 100.000. Der Kapitalismus ist wichtiger, als die Welt zu retten hier. So. Der Brückenwächter lässt mich durch. Ach, vielen Dank. Er ist mein bester Freund. Bleib einfach hier bei ihm stehen. Gucken zusammen auf das Meer. Es ist unser erstes Date. Okay, hier haben wir dann die Mühle, da gibt's nichts. Aber es gibt Ziegen. Vielleicht kann ich die Ziege ja mit Ziegenfutter füttern. Wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich frage mich, warum die Menschen in so kleinen Häusern wohnen. Es ist für möglich, dass der Bürgermeister in eines der Gemälde in dem Haus oben auf dem Hügel hineingezogen wurde? Das ist aber ein Themenwechsel. Möchte kein Ziegenfutter haben? Oh, du hast Futter aus dem Zubehörladen. Ich werde dir ein Geheimnis erzählen, wenn du mir etwas davon gibst. Ja! Danke, jetzt erzähle ich dir mein Geheimnis. Wenn du in ein Bild gelangen willst, dann musst du nur einen Gegenstand benutzen, der einmal dem Maler gehört hat und mit ihm das Bild berühren. Nun, ich habe noch andere Dinge zu erledigen. Bis später! Es ist eine stark beschäftigte Ziege. Mal schön in Google-Kalender mal Meeting geblockt hier. Wo willst du eigentlich hin? Hier geblieben. Okay. Hey, gib mir mein Futter. Hallo, kann ich dir weiterhelfen?
Du hast einen neuen Kunden. Einen vierbeinigen Kunden. Ziege möchte Futter haben. Aber ich habe ihr doch Futter für 1 Million D-Mark gegeben. So, hier haben wir Lisa. Aber bevor wir zu Lisa gehen, sprechen wir mal mit dem Architekten. Mein Name ist Frank. Ich bin Architekt. Ich habe alle Häuser in der Stadt gebaut. Komm später nochmal vorbei. Dann zeige ich dir etwas. Okay, dann komme ich später nochmal vorbei. Sehr schön. Hier haben wir den alten Mann, der sich so erschreckt hat. Und er rennt um den Tisch rum wie von der Tarantel gestochen. Warte! Dies wurde von Dr. Leo gemalt. Auf einmal erschien ein seltsames Gesicht. Es ist schrecklich! Okay. Es gibt keinen Dialog-Skip-Button. Das ist konstruktive Kritik hier. Hier haben wir, in dem Bild kann man den Bürgermeister erkennen. Es scheint, als wäre er traurig. Der Bürgermeister ist eine blaue Flamme. Ich sehe es ganz genau. Achso, die Pflanze, mit der haben wir noch nicht gesprochen. Ich frage mich, wer die Grenze zwischen Traum und Realität gezogen hat. Manchmal passiert es, dass die Dinge, die im Traum passieren, auch die Wirklichkeit verändern. Das ist dann der Wink mit dem Zaunpfahl. Ja, wir haben den Traumstab bekommen. Der traumhafte Stab. Ich habe die Seele der Magie. Genau, achso, Folgenlänge, ne? Das ist jetzt kein riesiges Projekt, kann man sagen. Sondern ich versuche, eine Welt pro Folge zu absolvieren. Ne? Es gibt verschiedene Welten, das kann ich schon mal spoilern. Ne? Und das ist die erste, in der wir uns logischerweise befinden. Das heißt, pro Welt eine Folge ist das, was ich mir als Ziel setze. Blake legt den Traumstab auf den Kopf des Mädchens. Aha. Wenn ihr übrigens bestimmte Segmente überspringen wollt, wie immer habe ich Sprungmarken. Wenn ihr zum Beispiel sagen würdet, mich interessiert das Gameplay nicht, ich möchte nur die Story hören. Oder mich interessiert die Story nicht, ich möchte nur das Gameplay sehen, dann könnt ihr das natürlich nach eurem Belieben tun. Wir sprechen erstmal mit Lisa. Papa, wo bist du? Papa, wo bist du? Ich weiß es nicht. Eine traurige Stimme erklingt von irgendwoher. Lisa, du musst alles, was du weißt, der Person vor dir erzählen. Sie wird außerdem auch meinen Farbpinsel benötigen, um weiterzukommen. Danke sehr. Papa, bist du es? Wo bist du, Papa? Ich vermisse dich so sehr. Papa ist Gott. Es kam keine Antwort. Hallo. Wer bist du? Was tue ich hier? Aufwachen! Och, wer bist du? Verschwinde aus meinem Haus! Ich dachte, du möchtest mit mir sprechen. Warte, es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Komm bitte zurück und höre dir meine Geschichte an. Ich bin nicht nachtragend. Ich hatte einen sehr seltsamen Traum. Es ging um einen Vater und jemanden, der wie du aussah. Mein Vater trug mir auf, dir diesen Pinsel zu geben und dir alles zu erzählen, was ich weiß. Dieser Pinsel ist alles, was mir von einem Vater blieb. Ich habe ihn hier irgendwo versteckt. Wenn du mir diesen Pinsel bringst, werde ich dir alles erzählen, was ich weiß. Dieser Pinsel ist alles, was mir von meinem Vater blieb. Ja, ja, ja. Das ist übrigens eine ziemlich fiese Übersetzung hier. Ich habe ihn hier irgendwo versteckt. Scheint ja so irgendwie in der Nähe zu sein, ne? Dass man sagt, okay, weit kann er ja nicht sein, der Pinsel. Doch, er ist irgendwo im Dungeon. Und da springe ich jetzt mal hin. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich, als ich mit Lisa gesprochen habe, diesen Trittschalter aktiviert habe. Der hat hier diese Holzpfähle entfernt. Und ich kann dann also nach unten gehen und ja, mich quasi dieser Viecher entledigen. Das Schöne ist... Oh. Alle bis auf einen hat's erwischt. War klar, dass ich hier noch Schaden nehme. Und damit haben wir noch etwas Zusätzliches befreit. Und zwar einen alten Mann mitsamt Immobilie. Sehr schön. Ich finde schön, dass die Menschen mitsamt ihrer Häuser spawnen. Das Eigenheim gehört fest dazu. Ist es dann auch im Nachleben, also wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, ist man dann, nimmt man sein Haus mit. Blake erhielt Leos Pinsel. Klingt irgendwie falsch, aber ist auf jeden Fall das Item, was ich brauchte. Wenn ich nämlich jetzt ins Menü gehe, seht ihr Leos Pinsel. Der Pinsel, der zum Malen von Welt des Bösen verwendet wurde. Leo ist nämlich nicht nur ein unglaublich talentierter Erfinder, Wissenschaftler und sonst was. Er scheint auch Kunst geskillt zu haben. Ein Universalgenie. Der Leonardo da Vinci unserer Zeit. Ich hab das mal übersprungen. Wir sind jetzt beim alten Mann, den wir jüngst freigespielt haben. Nachdem ich meine Frau an den Folgen einer Krankheit verloren habe, fiel mir eine Ziege auf, die sich am Haus aufhielt. Ich war so einsam, dass ich mich dazu entschloss, sie zu behalten.
diese Ziege ist noch nicht zugegen, ja, oder sie geht fremd. Gut. Dann haben wir Leos Pinsel erhalten. Vielleicht können wir Leos Pinsel mal Lisa zeigen. Das klingt auch wieder verkehrt. Oh, du hast den Pinsel meines Vaters gefunden. Ich werde dir alles erzählen. Oh, du hast den Pinsel gefunden. Ich werde dir nun alles erzählen, was ich weiß. Ich habe ein extremes Kurzzeitgedächtnis und wiederhole alle meine Dialoge. Eines Tages kam ich vom Einkaufen zurück und fand einen Zettel. Lisa hat den Zettel hervorgeholt und angefangen zu lesen. Lisa, ich werde dich eine Weile nicht sehen können. Falls du irgendwelche Probleme hast, sprich mit dem Bürgermeister. Gib auf deine Freunde Turbo den Hund, Lou den Delfin, Nome die Schnecke und Marie die Puppe acht. Die werden wir wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt alle treffen. Die Tiere, die er genannt hat, waren einmal seine Haustiere. Ich verstehe doch nicht, was er mir sagen will. Ich weiß, dass du ein Fremder bist, aber würdest du nach meinem Vater suchen? Yes. Damit können wir uns quasi zusammenreimen, wer der Vater ist. Es ist Leo. Lisa ist die Tochter von Leo. Was hältst du von diesem Bauer? Ich bin als schneller Maurer bekannt. Ein Universalgenie haben wir auch hier. Architekt und Maurer. Er plant die Häuser und baut sie selbst. Toll. Diese Mauer hat er selbst gebaut. Ich dachte, der hat die Treppe gebaut. Nee, also, was wir hiermit tun können, das ist ganz schön, ist, genau, Blake wird in das Bild hineingezogen. Das kennen wir aus Super Mario 64. Genau. Damit sind wir in Leos Bildern unterwegs. Ich finde die Musik hier so unglaublich gut. Es ist eines meiner Lieblingsthemes. Oh, oh. So, Treffer. Wir gehen eine bestimmte Anzahl an Teils. Und wenn ich mich aber dazwischen aufhalte, sollte ich safe sein. Genau. Das ist der zweite Dungeon im Spiel. Höchste Konzentration hier, um das Ganze ohne Schaden zu absolvieren. So. Fantastisch. Toll. Damit habe ich eine Tulpe befreit. Und wie komme ich da hin? Wir werden sehen. Genau, lange sollte das Spiel auch nicht dauern. Es ist so eine Spielzeit angekündigt von, ja, ich denke mal um die 10 Stunden. Was aber ein Fall ist, ist, dass wir, natürlich das ganze Backtracking schneide ich euch wie immer raus. Und wie gesagt, die individuellen Folgen werden wahrscheinlich ein bisschen, ach fuck. Ja, jetzt habe ich mit Zitronen gehandelt. Ne, die individuellen Folgen, ich finde übrigens diese Viecher ganz kurz, bevor ich sie zerklüpple, sehen so ein bisschen aus wie brennende Bisasams. Wir haben es heute mit den Pokémon-Referenzen. Wichtig, nicht in direkter Linie mit ihnen hinstellen, dann klappt das auch mit dem keinen Schaden nehmen. Damit geht die Tür auf. Genau, also 10 Stunden sind angedacht. Ich denke, so 1,5 Stunden pro Folge werde ich brauchen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich rausschneide. Ich denke, mit 6 oder 7 Folgen sollten wir dann am Ende dieses Let's Plays angekommen sein. Es ist ganz gut, immer mal wieder nebenbei zu machen. Auch bei Ihnen ist die Herausforderung, dass Sie, das heißt nicht die Herausforderung, sondern das Gegenteil einer Herausforderung. Wenn man diagonal zu den Monstern steht, dann sind sie in der Regel keine Gefahr. Wir haben diesen Drehangriff und die werfen auch nur in gerader Linie. Ich liebe diese Musik. Ja. Ich find das Monsterdesign interessant. Also jetzt haben wir irgendwelche Soldaten, goldenen Soldatenmonster in eine Rüstung. Sieht auf jeden Fall ein bisschen intakter aus als meine Rüstung. Und ihr seht aber, wie viel Schaden ich mache. Ne? Ich bin auf Level 2, jetzt insgesamt 580, gibt es das letzte Level ab. Und ich mache inzwischen bis zu 2 Schadenspunkte pro Angriff. Eine einsame Ziege. Oh no. Ist nicht bei den Ziegenbuddies eingekerkert, sondern lebt allein. Ein Ziegeneremit. Ja, das war sehr smart. So. Wenn man das Schwert hinhält, kann man sich diese Teile, ups, quasi dann ransogen lassen. Das ist kein Deutsch, aber ihr versteht, was ich meine.
Wenn diese Juwelen da sind, okay, dann geht das auf. Verstehe. So. Genau, wenn ich das Schwert so halte mit meiner Krabbentechnik, das geheime Krabbenjutsu, dann habe ich quasi einen Schwertstaubsauger für diese Juwelen, die droppen. Hier haben wir eine Schatztruhe. Heilkräuter. Hab ich schon. Ja gut, dann habe ich sie nochmal. Ich nehme mal an. Aha, verstehe. Das sind Gegner hier. War klar, dass ich hier Schaden nehme. Okay, ich nehme an, in diese Dornen sollte ich mich nicht bewegen. Menschenskinder! So, hier haben wir einen Gegner, ihr kennt, was dieses komische Oktopus-Ding hier ist, was das tut. Also ich finde, Game Design-mäßig erinnert es schon ein bisschen an Zelda. Ich weiß aber nicht, was früher rauskam. Ich nehme eigentlich fast an Zelda Link to the Past. Es ist wie, als ob man das mit RPG-Mechaniken so ein bisschen verbindet. Ich glaube, dieses Schwert, also ja, man hat nicht so viele Items wie jetzt irgendwie bei Zelda, glaube ich. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Dinge von Enterhaken und sonst was man tun kann. Okay. Genau. So eine Komplexität bekommt das nicht, aber es hat eine RPG-Mechanik stattdessen. Ihr hört das? Diesem Ding kann ich keinen Schaden machen. Noch nicht. Das ist das, was dieses Juwel meinte, dass es bestimmte Monster gibt, denen ich noch keinen Schaden machen kann. Und dieses Monsterportal, was wir da sehen, das ist tatsächlich eins, was zu diesem Fieder gehört und erst aufgeht, wenn ich, ja, sozusagen meine Waffe geupgradet habe. Das war knapper, als es sein sollte. Stell mich einfach hier hin. Ja, ich sag mal so, der Spannungsgehalt ist hier nicht gigantisch. Ich habe mein neues Level. Damit geht das jetzt schneller. Ich brauche einen Schlag weniger, weil... Achtung, ach scheiße, das wollte ich nicht. Ich jetzt 3 Stärke habe und 2 Abwehr. Also nehme ich nicht nur mehr Schaden, hat sich dieses Ding jetzt resettet? Wenn ja, dann bin ich sehr unhappy. Ich glaube, es hat sich resettet. Oder es sind einfach extrem viele dieser Viecher. Also man merkt, nicht zu weit zurückgehen. Wie ihr seht, gibt es eines dieser rotierenden Viecher, das die Route verlässt. Blake befreite eine Ziege in der Nähe des alten Mannes. Das ist dann wohl die Ziege, von der er gesprochen hat. Und das ist die Komplexität hier, dass eines dieser Viecher sozusagen free roaming ist und ich muss dem ausweichen. Das hier zum Beispiel. Ich muss ihm ausweichen, was mir in diesem Fall nicht gelungen ist. Die Dinger, die nehmen aber durchaus... Was haben wir jetzt freigeschaltet? Blake befreite einen Jungen, der ganz allein in einem Haus wohnt. Wo sind denn die Eltern? Hier haben wir jetzt dieses Vieh. Okay, ich renne dem mal hinterher. Oh, diese Pfeilviecher. Ich glaube, wenn ich mich hier hinstelle, können sie mich nicht erwischen. Ja. Es gibt immer so Teils, auf die man sich draufstellen kann, wo man das Ganze ein bisschen schießt. Okay, dann werde ich halt von diesem Vieh getroffen. Hätte ich mich wohl besser hier hingestellt. Es hat natürlich so einen kleinen Puzzle-Charakter, denke ich. Ne? Also man... die Schwierigkeit ist oft, dass die an bestimmte Positionen gestellt werden, wo... ihr habt es gesehen. Ne? Also an bestimmte Positionen gestellt werden, wo in Kombination mit dem Gegnertyp es dann die Herausforderung gibt. Ich habe eine Tulpe befreit. Das ist ja ganz famos. Okay, hier geht's dann in diese Richtung weiter. Komm schon! Sehr schön. Wie gesagt, dieses Teil, nicht wundern, gehört zu diesen metallernen Oktopussen, nenne ich sie jetzt einfach mal. So, hier haben wir dann das. Nein. Boah. Warte mal, hier habe ich jetzt eine Idee. Oh oh.
stelle mich nicht unbedingt smart an. Oh Gott. Komm schon. Das ist ein kleiner Speedrun. Wie schnell schaffe ich es, meine eigene Energie auf Null zu bringen? Noch einen Jungen habe ich befreit. Das ist ja richtig schön hier. So. Jetzt muss ich noch dieses Teil hier kriegen. Es ist sehr schwer, hier durchzugehen. Man glaubt es eigentlich nicht. So. Fantastisch. Jetzt habe ich hier nämlich was freigespielt. Nämlich einen Weg zurück zum Tempel und ich werde vollständig geheilt. Man kann jetzt hier speichern. Genau. Es gibt kein... ist das okay? Ja. Damit hat man quasi den Save-Punkt gemacht, was ich sagen kann. Ja, ich möchte weitermachen. Ich habe mich wacker geschlagen, gebe jetzt nicht auf. Habe ich nicht vor! Genau. Wenn man stirbt, ist das Spiel tatsächlich für ein Spiel von 1992 ziemlich gütig. Man wird nicht etwa zum Titelbildschirm zurückbuxiert, sondern spawnt wieder hier in diesem Tempel. Ja. Man verliert aber alle Juwelen. Ja, das habe ich das letzte Mal tatsächlich feststellen müssen. Oh, okay. Ja, sorry, ich musste mich hier kurz mal konzentrieren. Ach. So. Jetzt bin ich in der richtigen Position. So, sehr schön. Komm schon. Die Gegner können einfach durch diese Stachel-Oktopusse durchgehen, wie als gäbe es keinen Morgen. Bevor ich hier reingehe, mache ich nochmal was. Boah, Gott, dieses Fließband. Es ist harte Arbeit. Ich heile mich nämlich nochmal, denn... Ja, ihr werdet gleich sehen, warum. Perfekt. Damit wieder volle Energie. Und per Expresslieferung buxieren wir uns hier herein, nämlich... zu unserem ersten Boss. Es gibt eine Taktik dafür. Ja, man möchte ihn nämlich zur Seite locken. Und dann möchte man ihn möglichst... ja, quasi mit ein paar Angriffssalben machen, indem man hier in die Mitte geht. Man darf nicht zu weit gehen. Ihr habt diesen Armor gesehen, den er aufruft. Das passiert, wenn man zu weit geht. Was auch passiert ist, ja gut, ich mache mal eine andere Taktik jetzt hier. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich bin lieber mal vorsichtig. Genau, er hat relativ viele HP, aber wenn man diese Taktik nimmt, dann geht's. Also ich kann 3 bis 4 Schläge kriege ich unter, ohne selbst Schaden zu nehmen. Und ja, wer sagt, das ist irgendwie gecheased? Kann sein. Ich weiß nicht, wie man ihn anders macht. Weil wenn man nach oben geht, dann, ja, aktiviert er seinen Armor. Mit seinem Armor kann ich ihn logischerweise nicht erreichen. Also da ist mein Schwert einfach noch nicht gut genug, mich durch seine Rüstung zu prügeln. Dementsprechend muss ich es von unten tun. Ganz geduldig. Herausforderung ist natürlich, dass man gegen dieses Fließband, ihr erkennt es an dem Bodensymbol, so ein bisschen ankämpfen muss. Aber ja. Ich denke, die Herausforderung ist hier eher geduldig zu bleiben. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch aus diesem Grund. Ja. Man kann es natürlich auch, ich versuch's gleich mal, mit Magie probieren. Oh. Oh oh. Okay, mit Magie kann man es scheinbar nicht probieren. Oh nein! Die Diagonalen sind echt fies. Komm schon. Das war nichts! Lange dauert es nicht mehr. Nur noch 4 HP hat er. Sollte sich doch jetzt erledigen lassen. Oh! Ja, komm, das schaffen wir jetzt. Einer noch. 1 HP noch.
Yes! Damit ist dieser Boss besiegt. Und wir haben eine wunderbar entspannende, heroische Gewinnmusik erreicht. Blake befreite nämlich den Bürgermeister, der sofort auf seinem wackelnden Stuhl Platz nimmt. Willkommen in meinem Zimmer. Jetzt fühle ich mich wieder wie ich selbst. Ich muss dir erst was erzählen. Komm bitte zurück zu meinem Haus. Und mir wird meine Energie wieder komplett hergestellt. Sehr gut. Das heißt, genau, wir buxieren uns jetzt mal zurück in das Dorf, wo wir eben mit dem Bürgermeister sprechen können. Wir haben noch eine Ziege freigeschaltet und noch einen kleinen Jungen, ich glaube zwei sogar, die wir natürlich mal, ja, investigieren. Gucken, was die Schönes für uns parat haben. Hier, da geht's zum Dorf. Und hier ist direkt die Ziege. Die Musik hat sich geändert. Wir sind erfolgreich gewesen. Ich weiß nicht, ob es so etwas wie Reinkarnation gibt. Auch wenn ich mich nicht mit meinem Mann reden kann, so genieße ich seine Anwesenheit. Ich hoffe, euer Eheleben ist zum Erliegen gekommen. Ansonsten habe ich Bedenken. Yes. Haltet es jugendfrei. So. Wir haben hier ansonsten... Wir hatten noch eine einsame Ziege. Mit der möchte ich noch sprechen. Das ist diese hier. Du bist derjenige, der mich freigelassen hat, oder? Ich werde dir ein wenig die Gegend zeigen. Bitte folge mir. Na, selbstverständlich, liebe Ziege. Dies ist das Haus von Dr. Leo, dem Erfinder, und seiner Tochter Lisa. Damit jetzt auch offiziell confirmed, was wir bereits wussten. Dr. Leo war ein guter Maler sowie ein guter Erfinder. Eines Tages kamen Soldaten und verschleppten Dr. Leo. Lisa war nie mehr der Alte. In dem Haus auf der Spitze der Klippen hängt ein Bild von Dr. Leo. Ich glaube, der Name des Bildes lautet Die Welt des Bösen. Dann haben wir auch für die Metalband Death Toll auch schon mal den ersten, das erste Album. World of Evil. Dies ist ein Haus, das die Menschen für die Ziegen gebaut haben. Es gefällt mir nicht sehr. Ich habe etwas auf dem Boden in der Nähe des Zaunes gesehen. Es ist kein Haus. Ein Haus braucht Wände und ein Dach. Ist das hier? Irgendwo ist was, oder? Da sind Heilkräuter am Rande des Zaunes. Ja, aber scheinbar kann ich immer nur ein Set an Heilkräutern gleichzeitig haben. Was hatten wir noch? Wir hatten diesen Jungen hier in nördlicher Richtung und noch eine Tulpe irgendwo, ne? Dies ist unser Geheimgang. Ohne Pass kann ich dich hier nicht durchlassen. Na gut. Hast du jetzt noch was Neues? Nein, die Mauer. Hat er diese Mauer gebaut oder was? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, uns fehlt noch eine Tulpe irgendwo. Irgendwo gibt es noch eine Tulpe, mit der wir noch nicht gesprochen haben. Und es gibt noch den zweiten Jungen. Ich guck mal, die ist irgendwo hier in einem Felsvorsprung. Hier ist die Tulpe. Da ist sie doch. Vergewissere dich, unter allen Tulpen nachzuschauen. Es könnte sein, dass einer der Jungen etwas darunter versteckt hat. Er hat gedacht, dass ihn niemand gesehen hat. Aber ich habe ihn beobachtet. Interessant. Gut. Dann wollen wir doch mal sehen. Oh, du hast mich erschreckt. Dies ist unsere geheime Hütte. Wir haben unseren Schatz hier in der Nähe versteckt. Interessant. Doch bevor ich das tue, zeige ich euch mal was. Trick 17. Jetzt kommt nämlich der Kleine raus. Und geht zur Tulpe. Interessant. Bist du mir gefolgt? Ich werde dir nicht sagen, wo unser Schatz ist. Ja, ist jetzt die Frage. Also, wer kann jetzt... Genau. Die Tulpe schläft. Ich weiß nicht, wie das abgeht, dass Pflanzen schlafen. Mir war nicht klar, dass sie das können. Aber ja. Ich würde nämlich jetzt mal den Traumstab nutzen. Blake legt den Traumstab auf die Blüten der Tulpe. Fände ich auch interessant bei Lisa. Wie ist das eigentlich gelaufen? Hat man da irgendwie auf die Stirn gelegt oder so? Stelle ich mir auch interessant vor. Hier ist die Tulpe. In meinen Träumen kann ich alles tun, was ich will. Ha! Ein Kristall erschaffen. Toll. Warum versuchst du nicht mal mit dem Juwel zu sprechen? Also wenn du alles machen kannst in deinen Träumen, das sind ja diese Lucid Dreams, ne, wo du in der kompletten Kontrolle bist, sowas hatte ich noch nicht. Und dann ist die einzige Sache, die du machst, also ich schäme das nicht,
soll die Tulpe so machen, wie sie Bock hat. Aber einen Kristall zum Erscheinen zu bringen, da fliegen oder so wäre doch schön. Oder Milliardär werden. Wenn ich hierzu den Befehl benutze, die Monster, welche in Dr. Leos Gemälde ihr Unwesen treiben, können nicht mit einem normalen Schwert getötet werden. Hierzu musst du zuerst ein Schwert finden, mit dem du Metall zerstören kannst. Kehre hierher zurück, wenn du das Schwert gefunden hast. Möchtest du nach Grass Valley zurückkehren? Ja, möchte ich. Nun gut, fahre fort. Genau, da sind wir nämlich hier. Und, nee, das ist falsch. Genau, wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir sozusagen an den Schatz des Jungen kommen. Meine Frage ist jetzt so ein bisschen, wie kann ich unter einer Tulpe nachgucken? Das habe ich auch beim letzten Mal nicht gecheckt. Ich habe eine Theorie. Ich versuche das mal. Und wenn es nicht klappt, dann mache ich einen Schnitt und recherchiere. Genau, hier geht es zum kleinen Jungen. Indem man nämlich nicht mit ihm spricht. Und einfach jetzt hier, kann man hier schieben? Aha! Dort ist ein Pass. Fantastisch! Ich habe den Pass gefunden. Oh, das ist mein Pass. Nun gut, ich werde ihn dir geben. Ist aber sehr nett. Nachdem ich ihn mir nach allen Regeln der Kunst einverleibt und gestohlen habe. Was haben wir hier? Dies ist unser Geheimgang. Ohne Pass kann ich dich hier nicht durchlassen. Okay, das scheint ein Schlüssel-Item zu sein. Einen Pass. Ein Pass von den Kindern aus Grass Valley. Oh, der Pass. Wo hast du ihn gefunden? Du kannst jetzt durch. Würdest du etwas zur Seite gehen, damit ich dich durchlassen kann? Na klar. Ich bin es leid, immer nur Versteck zu spielen. Ich muss mal etwas anderes spielen. Versteck spielen? Oder spielst du das Versteck bewachen? Muss ich irgendwas Spezielles machen? Da ist eine seltsame Flasche. Du wirst keine Juwelen verlieren, wenn deine Lebensanzeige 0 zeigt. Das heißt, normalerweise sozusagen die Penalty, wenn man stirbt in dem Spiel, ist, dadurch, dass man ein bisschen, backtracken muss und zu einem bestimmten Punkt zurückgesetzt wird, dass man all seine Juwelen verliert. Ich habe 321 davon. Die möchte ich sehr, sehr ungerne verlieren. Genau. Aus diesem Grund, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den Tempel. Na? Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, Folgendes zu tun, mit diesem goldenen Button zu interagieren oder dieser Trittplatte. Eine Stimme kam aus den Wolken. Blake, wie kann ich dir helfen? Ich möchte sichern. Ich werde deinen Fortschritt aufzeichnen. Ist das okay? Ja. Nee, Moment. Aufzeichnung beendet. Möchtest du weitermachen? Ja, klar. Ich habe Wacker geschlagen. Sehr schön. Ich habe eine Sache natürlich vergessen. Ich muss ja mit dem Bürgermeister sprechen. Dann geht's weiter. Das Wichtigste. Das, was mich in der Narrative weiterbringt. Ich fühle mich, als wäre ich von Dunkelheit umgeben. Mach's Licht an. Haha! In dieser Dunkelheit hörte ich meinen besten Freund Leo, mir auf den braunen Stein einer Person zu geben, die Blake heißt. So ein brauner Kieselstein, der im Matsch lag, oder was? Ich weiß nicht, wie der braune Stein aussieht, aber dies ist einer, den ich von ihm erhalten habe, bevor er verschwunden ist. Blake erhielt den braunen Stein! Oh. Plötzlich donnert die Stimme des Meisters vom Himmel. Der braune Stein, den du in der Hand hältst, ist der Schlüssel zur Welt des Bösen. Ich hätte mir irgendwie was Besseres vorgestellt. Ein geheimes magisches Zepter oder ein Edelstein, aber es ist einfach ein brauner Kiesel. Deathtoll lebt in dieser Welt. Bring mir diesen Stein. Hier spricht Gott, gib Gandalf deinen Ring. Yes. Wir gehen in den Tempel zurück. Den Tempel von Grass Valley. Eine Stimme kam aus den Wolken. Der braune Stein, den du erhalten hast, ist einer von 6 Steinen in dieser Welt. Wenn alle 6 Steine beisammen sind, öffnet sich das Tor, welches zur Welt des Bösen führt. Begebe dich nun nach Greenwood, wo dich der nächste Stein erwartet. Das kann ich tun, indem ich nämlich hier auf diese Platte gehe. Das ist das, was ich machen wollte. Ich kann mich nämlich bewegen. Und jetzt sehen wir etwas. Achtung, Trommelwirbel. Die Weltkarte. Wir befinden uns hier quasi dann in der Stadt. Ich finde das eine sehr interessante. Es gibt Nordlichter, so Polarlichter. Ich finde dieses Design ziemlich interessant, dieser Weltkarte. Es scheint eine Wolkenstadt zu sein oder ein Wolkengebiet. Wir können in diese
Richtung gehen. Blau bedeutet scheinbar, wir können es besuchen. Nee, bedeutet es nicht. Das bedeutet, da bin ich gerade. Und ja, wie ihr seht, Greenwood, so grün sieht es nicht mehr aus. Deswegen dahin bewegen wir uns. Und ja, das soll es aber für heute gewesen sein, bevor wir uns nach Greenwood begeben. Das ist die nächste Episode. Wie gesagt, ich möchte eine Episode machen pro Areal. Ne? Egal wie lange das dauert, wenn es 3 Stunden dauert, dann dauert es 3 Stunden. Aber finde ich eigentlich einen ganz guten runden Punkt und jetzt auch einen guten runden Abschluss, denn wir haben ja auch schon über 1 Stunde gespielt. Wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, lasst mir gerne Like und oder Abonnement da. Wie gesagt, in 6-7 Folgen sollten wir mit dem Projekt durch sein. Von daher kein Langzeitprojekt. Und ja, ich kann euch nur noch mal bitten, Folgendes zu tun. Ich werde es auch bei meinem Final Fantasy Let's Play, das spiele ich parallel, das verlinke ich mal, erwähnen. Ich habe eine Umfrage gestartet. Eine Umfrage, so ein bisschen darüber, wie geht's euch mit diesem Kanal, was kann ich besser machen, was kann ich schlechter machen. Nein, Quatsch. Was findet ihr gut, was findet ihr nicht so gut? Und da wäre eure ehrliche Meinung extrem viel wert, weil natürlich möchte ich euch den Content geben und auch in der Form geben, wie ihr ihn gerne haben möchtet. Von daher, die Umfrage findet ihr in der Description. Die ist noch ein paar Tage offen, deswegen seid mal so lieb und ihr habt mir jetzt über 1 Stunde eurer Zeit geschenkt wahrscheinlich. Schenkt mir auch noch mal 5 Minuten, um diese Umfrage auszufüllen. Es würde mir wirklich sehr helfen, festzustellen, okay, wie kann ich den Kanal noch ein bisschen auf eure Bedürfnisse zuschneiden. Weil wir wollen ja alle Spaß daran haben. Wenn ihr Spaß mit diesem Let's Play hattet, wie gesagt, Like und oder Abonnement sind richtig hilfreich. Und dann freue ich mich, mit euch Soul Blazer durchzuspielen. Folge 2 folgt hoffentlich bald. Und dann sehen wir uns wieder. Bleibt gesund. Bis dahin und ciao.